Hi, ich bin Lena, ich bin 30. Ich bin Stella, ich bin 26 und wir besuchen die FOS. Genau, die zeigen wir euch jetzt. Also ich habe mich für den Jahrgang der FOS entschieden, weil er einem die Möglichkeit bietet, innerhalb von einem Schuljahr das Fachabitur zu absolvieren. Und ich kannte die Schule auch schon, weil ich hier damals meine Friseurlehre gemacht habe. Ja, und ich bin auch gelernte Friseurin und habe über eine Kollegin damals erfahren, dass hier dieser Jahrgang oder Schulgang angeboten wird. Und für mein Ziel zum Studieren ist das hier die perfekte Möglichkeit. Also ich wollte mir in erster Linie Türen öffnen und die Möglichkeit haben zu studieren. Und zudem wollte ich mein Wissen aneignen und Lücken füllen. Ja, also natürlich hat man Bedenken. Ich bin 30 und man denkt natürlich, man ist dann auch zu alt, aber für Bildung ist man nie zu alt. Ja, ich hatte anfangs Bedenken, weil ich in einem Beruf gearbeitet habe, wo ich mich auch wohlgefühlt hatte und ich nicht wusste, was auf mich zukommen wird. Also das Pensum ist straff, aber es ist machbar. Das Jahr ist total komprimiert und daher intensiv, aber es ist machbar. Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die das schaffen können, nebenbei zu arbeiten, aber es ist ziemlich schwer und zeitaufwendig. Deswegen würde ich euch empfehlen, euch darüber klar zu sein, dass ihr viel zu Hause machen müsst. Also es gibt die Möglichkeit, BAföG zu beantragen. In meinem Fall konnte ich Eltern unabhängiges BAföG beantragen und das gibt mir eine finanzielle Unterstützung. Da ich alleine lebe, konnte ich BAföG beantragen und bekomme zusätzlich noch Aufstockung vom Arbeitsamt und somit kann ich mir meine Wohnung finanzieren. Zu den schriftlichen Prüfungsfächern gehören Deutsch, Englisch, Mathe und Hygiene. Weitere Fächer, in denen wir Schüler unterrichtet werden, sind Physiologie, Biologie, Chemie, Wirtschaftslehre, Politikwissenschaften und Geschichte und Sport. Auch wenn ihr nur Bahnhof versteht? Keine Sorge, es bessert sich mit der Zeit und ihr kommt rein. Auch in allen Fächern. In Mathe wird am Anfang wiederholt, wie ihr mit der Pico-Formel seht, und dann wird's interessant. Auf jeden Fall. Also ich bereue es keinen Tag und ich bin dankbar für alles, was ich hier lernen kann und freue mich auf alles, was noch kommen wird. Ich möchte euch sagen, traut euch. Es gibt nichts zu verlieren und es bringt nur Positives mit sich, sich Optionen offen zu halten. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich bewusst zu machen, dass es intensiv wird und dass man sich um finanzielle Absicherung kümmern sollte im Vorfeld. Also seid mutig, traut euch und ihr könnt es schaffen, wenn ihr bereit dazu seid. Ja, ich hoffe, wir konnten euch einen kurzen Einblick geben. Und viel Erfolg. Macht's gut.